Was zuletzt geschah. Die Stimmung wird schlechter und schlechter. Lord Ecke macht sich bei jedem Mitglied der Gruppe unbeliebt und sie planen, härtere Maßnahmen zu ergreifen. Als Latias am nächsten Tag bekannt gibt, dass sie sich weigert, erneut mit Lord Ecke zu reisen, nutzt Feurigel diese Chance, die er sieht. Wenn er es schafft, ihn dazu zu bringen, ihm zu vertrauen, dann könnte er das Schlimmste verhindern. So reisten die beiden zusammen. Feurigel zeigte Lord Ecke, dass er sich nicht einschüchtern ließe und schaffte es tatsächlich, ein Gespräch zu beginnen, in dem Lord Ecke zugab, dass er weiß, dass sowohl Feurigels als auch Shainooks Unschuld möglich seien. Als Feurigel jedoch versuchte zu erklären, weshalb Günther nicht zurückkehren könnte, kehrte Lord Ecke zu seiner Wut zurück. Er beschuldigte Feurigel, mit Darkrai zusammenzuarbeiten und ließ ihn orientierungslos im Wald zurück. Kapitel 5 Hilfsbereitschaft. Nach ein paar Stunden ging die Sonne langsam unter. Ich irrte immer noch durch den Wald. Letztendlich entschied ich mich, eine Pause einzulegen. Ich nahm meinen Beutel ab und setzte mich. Wieder versank ich in Gedanken. Wie würde ich zurückkehren können? Wie würde es mit Lord Ecke weitergehen? Ich beschloss, mir über den ersten Part nicht allzu viele Sorgen zu machen. Vermutlich würde Latias auf die Suche gehen, wenn Lord Ecke alleine zurückkäme. Sie würde mich vermutlich in wenigen Stunden gefunden haben. Doch im nächsten Moment realisierte ich, dass ich ein wesentlich größeres Problem hätte, als nur den Rückweg oder Lord Ecke. Ein lautes Klirren ertönte. Ich wollte aufschrecken, sehen, was es war, doch ich konnte mich nicht rühren. Ich hörte eine Stimme. »Hältst du es für schlau, deine Orbs unbewacht liegen zu lassen?« Die Stimme des Pokémon kam mir unbekannt und irgendwie doch bekannt vor. Irgendwo hatte ich sie bereits einmal gehört. Doch als mir einfiel, wo? Es war in meiner Vision gewesen. In der zweiten von ihnen. Als das Pokémon vor mich trat, bestätigte sich mein Verdacht. Das Pokémon war etwas kleiner als ich, großteils blau-schwarz und hatte eine große Narbe am rechten Auge. Es war Shainooks. Das ist ziemlich unvorsichtig, vor allem bei derart effektiven Orbs. Stell dir nur mal vor, jemand nutzt sie gegen dich. Bist du etwa ein neues Mitglied des Idiotentrupps, der mich sucht? Ich ging nicht auf die Frage ein. Warum bist du hier? Warum tust du das? Warum ich das tue? Meinst du, warum ich mich abkapsle? Weil ich nicht dumm bin. Ich meine, als Kurzzeiterlebnis ist das Ganze im Dorf ja schön und gut, aber auf die Dauer hält das doch keiner aus. Den ganzen Tag umzingelt von allen möglichen Pokémon, die irgendwas von einem wollen. Ständig irgendwelche Kindereien. Jeden Tag dieselbe Langeweile. Und von der Klette Bulby fangen wir gar nicht erst an. Er begann zu schmunzeln. Klette trifft's für Pflanzen-Pokémon gleich doppelt. Ich war erstaunt über die Art dieses Pokémon. Nach dem, was ich über Shainooks gehört und gesehen hatte, war das hier ein kompletter Gegensatz. Was redest du da? Nach allem, was ich über dich gehört habe, erzählst du mir hier das genaue Gegenteil. Und das war das Problem. Sie haben alle nicht gesehen, wie unwohl ich mich bei ihnen gefühlt habe. Im Gegenteil, sie dachten, ich genieße es. Manchmal hatte ich das Gefühl, es hat sie nicht einmal interessiert. Immerzu hing irgendjemand an meinen Fersen. Nie hatte ich eine ruhige Minute. Und das ist Bulbys Schuld. Überallhin wollte sie mich begleiten. Nie wollte sie von meiner Seite weichen. Nicht mal ein eigenes Schlafzimmer hatte ich. Ich wusste nicht genau, was wirklich war. Einerseits fühlte ich weit in den Tiefen meines Bewusstseins Verständnis. Doch es war vernebelt von Fassungslosigkeit. Und deswegen rennst du weg? Zündest den Wald an? Es hätten Pokémon sterben können. Na und, irgendwie muss ich doch ein Zeichen setzen, wenn sie die Wahrheit sonst nicht erkennen. Sie haben einfach nicht erkannt, was ich wollte. Dann hättest du mit ihnen reden müssen, sie hätten dich verstanden und deine Wünsche akzeptiert. Schwachsinn, nix hätten sie, denen war ich vollkommen egal. Sie haben mich doch nur als Zeitvertreib genutzt oder wollten mich nerven. Oder beides. Langsam verlor ich die Beherrschung.
Nicht die beste Idee in meiner Lage. Du warst ihnen egal? Ich glaube, du bist hier der Blinde. Bist du zu dumm, es zu realisieren? Vor allem bei Bulbi. Du bist ihr alles andere als egal. Sie liebt dich. Sie ist komplett am Ende, weil du verschwunden bist. Und ich habe doch die Vision gesehen. Du hast die Gefühle selbst erwidert. Liebe ist so ein starkes Wort. Vor allem, wenn man es gegenüber Freunden nutzt. Manchmal verschätzt man sich mit diesem Wort. Die Trennlinie zwischen Freundschaft und Liebe kann klein sein und manchmal endet man auf der falschen Seite. Vielleicht dachte ich es einmal, aber ich habe realisiert, dass es eine Lüge ist. Und wenn sie das nicht selbst erkennt, ist es ihre Schuld. Aber warum diskutiere ich überhaupt mit dir? Kommen wir zum Punkt, warum ich überhaupt hier bin, um dir eine Lektion zu erteilen. Du stellst dich auf die falsche Seite. Sein fast durchgehend neutrales Gesicht wurde zu einem hinterlistigen Lächeln. Als ich den Aufprall einer Frustration spürte, wurde alles schwarz. Als ich aufschreckte, befand ich mich in meinem Haus in Silberdorf. Ich war etwas durcheinander und konnte mir nicht genau erklären, was passiert war. Ich war noch durcheinander und wusste nicht, ob ich alles nur geträumt hatte. Mein Kopf dröhnte ziemlich und ich entdeckte einige Kratzer auf meiner Haut, die meine Frage beantworten. Nur war ich nicht ganz sicher, wie ich hierher gelangt war. Ich entschied mich letztendlich, mich einfach auszuruhen. Ein paar Stunden später, als die Sonne gerade am Untergehen war, hörte ich, wie die Haustür sich öffnete. Als ich aufsah, entdeckte ich Latias, die gerade in den Raum spähte. Ah, du bist wach. Sehr gut, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Was genau ist passiert? Ich wollte kurz beginnen zu erklären, doch ich stoppte mich. Ich denke, dass das jeden interessieren wird, was ich zu sagen habe. Wir sollten uns versammeln. Ich wollte aufstehen, um auf den Dorfplatz zu gehen, doch ich spürte eine Energie, die mich abhielt. Du bist geschwächt. Wenn es wichtig ist, dann versammeln wir uns hier. Ich werde die anderen holen. Es war nur eine Frage von Minuten, bis jeder Einzelne aus der Gruppe sich in das Haus gequetscht hatte. Ich hatte mir, auch wenn Latias mir etwas böse Blicke zuwarf, zumindest erlaubt, mich in eine sitzende Position zu begeben. Also spuck aus, was ist passiert? Es war offensichtlich, dass Lord Ecke keinen Wert darauf legte, lange in Umgebung der anderen zu verbringen. Latias schien nicht begeistert von seiner Frage. Du bist hier erstmal still, Vulpix. Daran, dass sie ihn nicht einmal mit seinem Namen ansprach, merkte ich, dass sie ziemlich wütend sein musste. Ohne dich wären wir wahrscheinlich jetzt nicht einmal hier, wenn du auch nur einmal zu Teamwork-fähig gewesen wärst. Aber nein, du musst es wieder falsch machen. Lord Ecke wirkte nicht so, als wolle er dem etwas entgegensetzen. Latias Ausdruck zufolge war dies auch die gesündeste Entscheidung für ihn. Jetzt kommen wir erstmal zu Wichtigerem. Ich möchte mir deine Vision der Geschichte anhören und wissen, was genau passiert ist. Danach entscheide ich, was mit Lord Ecke passiert. Alle anderen blieben stumm. Ich entschied mich, dass es wohl das Schlaueste war, mit meiner Erklärung zu beginnen. Latias stellte mir jedoch zunächst eine Frage. Bevor du zum wichtigen Teil kommst, nur kurz. Ist es, wie ich vermute, und Lord Ecke ist einfach abgehauen, hat sein eigenes Ding durchgezogen und dich einsam im Wald zurückgelassen? Eine genauere Zusammenfassung fiel mir selbst nicht ein. Ja, das ist ziemlich genau passiert. Lord Ecke versuchte zu widersprechen. Ihr versteht es nicht, es ist weil... Ein Blick von Latias und er verstummte. Wenn Blicke Attacken wären, wäre dieser vierfach effektiv gewesen, obwohl Lord Ecke nicht mal einen Doppeltypen hat. Also dann, fahre fort, Feuerriegel. So konnte ich endlich meine Erklärung beginnen. Ich habe Shinooks gefunden. Sofort wurde es deutlich lauter und ich wurde von allen mit Fragen bombardiert. Dieses Mal war es nicht Latias, die eingriff, sondern Hydropi. Macht mal langsam, Leute, lasst ihn erklären und dann könnt ihr Fragen stellen. Es wurde wieder ruhig und ich fuhr fort. Danke. Ich war auf der Suche nach Silberdorf und hatte eine Pause eingelegt. Ich hatte meinen Beutel zur Seite gelegt und wollte kurz entspannen. Jedoch hat sich Shinooks angeschlichen und den Ashtar-Orb zerbrochen. Lord Ecke wirkte verwirrt. Wo zur Hölle hattest du einen Ashtar-Orb her? Latias übernahm die Antwort. Von mir. Damit er sich gegen dich wehren könnte, falls du wieder einmal irgendeine Scheiße baust. Er wirkte sehr überrascht und verstummte sofort. Was ist dann passiert? Bevor irgendetwas weiter eskaliert ist, hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu reden. Er hat mir einiges erzählt, mir seine Sicht der Dinge geschildert.
Bulbi wirkte, als würde sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch stehen. Jetzt spann uns nicht auf die Folter und sage uns endlich, was los ist. Einen Moment überlegte ich, wie ich es ihr am besten mitteilen sollte. Ich wusste bereits, dass sie die Neuigkeiten keinesfalls gut verkraften würde. Er hat mir erzählt, er sei aus eigenem Willen geflohen und habe den Wald in Brand gesteckt, als Zeichen an euch. Er meinte, er wäre für seine eigene Gesundheit geflohen, weil... Ich zögerte noch einen Moment. Ich wusste jedoch, dass ich ihnen alles erzählen musste, egal wie negativ ihre Reaktionen ausfallen würden. Er hat gesagt, es wäre alles zu viel für ihn. Er würde das Leben in Silberdorf hassen. Jeder würde ihn einschränken und keiner würde ihm den Raum lassen, den er für sich bräuchte. Und er hätte das Gefühl, niemand hier würde sich wirklich für ihn interessieren. Und er hätte sich selbst falsch eingeschätzt. Ihm war klar geworden, dass nichts von dem hier Teil seines Lebens sein soll. Nichts und niemand, dass er einfach nur seine Ruhe will. Ich brachte es so schnell wie ich konnte hinter mich. Bulbi nahm die Situation wie erwartet. Du lügst, Scheinux würde das nie tun. Wenn er Probleme hätte, würde er mit uns reden. Er würde nicht fliehen. Latias ignorierte den Beitrag und schob eine Frage hinterher. Hat er dich danach angegriffen und verwundet? Ich nickte kurz. Ja, als Warnung. Er sagte mir, ich würde mich auf die falsche Seite stellen. Hydropi schob eine unerwartete Frage hinterher. Nur um sicher zu gehen, wie genau sah er aus? Irgendwelche Unterschiede zu anderen Pokémon seiner Spezies? Wieder ein kurzes Nicken. Die Narbe an seinem rechten Auge. Du lügst! Bulbi wollte mir offensichtlich kein Wort glauben. Doch ich erkannte an ihrem Gesicht, dass sie es nicht wollte, aber trotz allem wusste, dass ich nicht log. Ohne weitere Worte verließ sie den Raum, offensichtlich sehr niedergeschlagen und mit Tränen in den Augen. Ein Moment kehrte Stille ein. Sie wurde durch ein unschönes Geräusch unterbrochen. Ein boshaftes Lachen von Lord Ecke. Ich hab's euch allen gesagt. Unschuld nennt ihr das? Gut, vielleicht war es nicht Nick Schrosma, aber trotzdem ist Scheinux schuldig und allein er. Er sah mich selbstbewusst an. Hab ich dich nicht gewarnt, Feuerriegel? Du hast dich auf die falsche Seite gestellt. Ihr alle habt euch auf die falsche Seite gestellt. Nicht einmal Latias setzte ihm dieses Mal etwas entgegen. Leider wussten sie alle, dass er dieses eine Mal recht hatte. Vor allem ein Blick in die Ecke, in der Scheinux ehemalige beste Freunde standen, zeigte den Einfluss meiner Worte. Damit ist das abgehakt. Dann können wir ab morgen wieder nach Günther suchen. Ivy schaltete sich ein. Das stimmt nicht, trotz allem müssen wir ihn doch noch finden. Latias weckte etwas zögerlich, aber rang sich dazu hindurch, ihre Gedanken auszusprechen. Es tut mir wirklich leid, aber in diesem Fall muss ich Lord Ecke recht geben. Wenn Scheinux wirklich alleine sein will und der Brand und Angriff Warnung waren, dann ist es für uns alle das Beste, dieses Projekt abzuschließen. Wir haben alles probiert, aber offensichtlich gibt es nichts mehr, was wir tun können. Alle wurden wieder kurz still. Chalast nickte kurz. Ich verstehe. Wenn Scheinux es so will, dann werden wir auf seinen Wunsch hören. Ein kurzes Nicken von Ivy und Seemops folgte. Sie alle wirkten ähnlich niedergeschlagen wie Bulbi. Ich bereute irgendwie, die Wahrheit gesagt zu haben. Andererseits hätte ich gelogen. Es hätte nichts genutzt. Ich habe richtig gehandelt, doch trotzdem war ich nicht zufrieden mit dem Ausgang. Ich wollte ihnen helfen, als Dank dafür, dass sie mich in einer solchen Notlage aufnahm. Doch ich fühlte mich nicht, als wäre ich eine Hilfe gewesen. Wenn es dann keine Einsprüche gibt, werden wir morgen parallel die Suche nach Günther und nach Feurigels Vergangenheit beginnen. Vorerst ohne Feurigel und Bulbi, bis beide sich erholt haben. Ich denke, die arme Bulbi braucht auch eine Pause. Niemand sagte mir etwas und alle verließen das Haus. Diese Mission war zu Ende. Oder? Trotz, dass ich alles selbst anhören musste, was Scheinux gesagt hatte, fühlte sich irgendetwas falsch an. Irgendetwas an der ganzen Geschichte war faul. Doch ich wusste, dass es mir nichts bringen würde, mir den Kopf zu zerbrechen. Meine Überlegungen würden keine Früchte tragen. Aber trotzdem ließ mir irgendetwas im Unterbewusstsein keine Ruhe. Da die Sonne bereits untergegangen war, entschied ich mich einfach zu versuchen zu schlafen. Doch immer wieder kreisten meine Gedanken um Scheinux. Vielleicht dachte ich einmal, ich würde sie lieben. Die Vision am großen Baum. Beides stand im Gegensatz. All die Erzählungen, die Begegnungen,
Es war das komplette Gegenteil. Ein Held, ein Egoist. Nichts glich dem, was ich glaubte zu wissen. Immer wieder aufs Neue schossen mir all diese Gedanken durch meinen Kopf. Alles drehte sich und wiederholte sich. Und irgendwann stoppte das Gedankenkarussell. Ich sah die Vision wieder genau vor mir. Die Vision am großen Baum. Ich sah das bösartige Grinsen bei meiner Begegnung. Beides war ein und dasselbe Pokémon. Ein Shinux mit einer Narbe am Auge. Auf einmal erkannte ich die ganze Wahrheit. Alles war nur eine Frage der Perspektive.